heute noch Blumenerde holen. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil ich hatte ja drei Olivenbäumchen. Die zwei konnte ich nicht mehr retten. Die waren voll mit Wasser. Bin ich so. Hä? Wie? Moment, ich muss hier von der Kamera was abmachen. Sonst steht das nicht richtig. Das ist nämlich fürs Stativ besser. Ja, ich hatte ja drei Olivenbäumchen. Die haben ja zusammen 100 Euro gekostet. Und zwei konnte ich nicht mehr retten. Die waren voll mit Wasser. Und die sind eingegangen. War auch so ein bisschen meine Schuld. Ich hab da nicht richtig drauf geachtet. Und eins haben wir noch hier. Und da ist auch immer noch Wasser drin. Ich habe versucht, das mit einem Glas so wegzumachen. Also mit einem Becher das Wasser weg. Aber da ist immer noch viel Wasser drin. Und die Erde, die ist sehr nass. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole heute noch ein bisschen neue Blumenerde. Und pflanzt das Olivenbäumchen um. Vielleicht kann ich das noch retten. Und unsere Freunde, wir haben ja auch zwei Pomeranians bei der Rosie geholt. Und bei denen sind die Milchzähne an den Reißzähnen sind noch nicht raus. Und die sind dann so doppelt, also die haben da dann doppelt Zähne. Und die müssen halt operativ entfernt werden. Deswegen fährt er heute zum Tierarzt und lässt es machen. Der muss dann auch zu einem anderen Tierarzt, hat er gesagt. Also die Tierärztin, die wir haben, die macht das nicht. Muss ein anderer Tierarzt machen. Da habe ich gesagt, er soll sich gut informieren lassen, wie das danach ist mit den Bakterien, was die alles dürfen und nicht dürfen. Weil von einer Freundin, der Pomeranian, der ist nach so einer OP gestorben, weil da Bakterien in die Wunde eingedrungen sind. Also echt mies, ne? Denkt man, so eine kleine OP, was nichts ist, ne? Nur Zähne werden rausgenommen und dann dringen da irgendwelche Bakterien ein und der Hund stirbt. Das ist echt heftig. Und dann habe ich ihm das gestern gesagt und dann hat er erstmal Angst gekriegt. Ich habe gesagt, ja, keine Angst, aber ich sag dir das nur, damit du dich da gut informierst, was die Hunde danach dürfen und was nicht, ne? Also zum Beispiel, was die essen dürfen. Ob die danach direkt im Wald dürfen, schnüffeln dürfen, was auch immer. Deswegen habe ich das halt angesprochen. Und nicht, um denen Angst zu machen. Also meine Wimpern sind echt krass lang geworden. Jetzt, wo ich keine Wimpernverlängerung drin habe, sieht man das, wie gut die sich erholt haben. Und auch, wie schnell die sich erholt haben. Ich benutze aber auch ein Wimpernserum. Habe ich euch, glaube ich, letztens gezeigt. Also jedes Wimpernserum ist gut. Ich benutze halt das zurzeit. Aber die sind ja alle gut, die haben ja alle den gleichen Wirkstoff. Ja, und guckt mal, die sind echt lang, ne? Ich habe hier eigentlich von Natur aus lange und voluminöse Wimpern. Aber irgendwann hat mir das halt nicht gereicht, ne? Ja, was ich euch noch zeigen wollte, habe euch ja letztens gezeigt, dass ich Perücken bestellt habe bei Shein. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwie fehlt was, weil ich hatte mir, also ich hatte in Erinnerung, dass ich noch mehr Perücken bestellt hatte und tatsächlich war das so. Die sind nämlich gestern angekommen, separat. Bei Shein ist das ja mittlerweile so, die schicken ja das raus, was die auf Lager haben und warten nicht, damit ihr die Sachen halt schneller bekommt. Und das andere, was nicht da ist, das wird danach geliefert. Ja, und dann habe ich hier meine restlichen zwei Perücken noch bekommen. Ich war gespannt, wie die aussehen. Da habe ich einmal, also die finde ich echt schön, da bin ich echt gespannt. Einmal die hier in so einem Pastellrosa und einmal eine rotfarbene, längere. Ich zeige euch die mal angezogen. Da muss ich meine Haare, meine Frisur ein bisschen umswitchen. Wuhu! So, Momento. Die Haare nach hinten. Also, oh, jetzt juckt meine Nase. Also ich glaube, so ein Pastellrosa wird mir auch stehen. Finde ich jetzt nicht schlecht, die Farbe. Bisschen zurechtziehen. Hoch. Also ein Rosa steht mir, finde ich. Oder? Was sagt ihr? Das ist echt eine schöne Perücke, finde ich. Ja, die finde ich ganz nett. Hat auch so einen schönen Schnitt, so einen Longbob und ein paar Wellen drin, was ich total gerne immer gemocht habe, als ich meinen Longbob hatte. Da habe ich auch immer gerne bei Starschnitt mir Wellen reinmachen lassen. Ja, die haben jetzt leider geschlossen. Ach, und ich wollte mir heute mal einen Massagetermin machen lassen. Ich habe so Bock, mich wieder massieren zu lassen. Wir haben hier so
Asiaten, die kneten dich richtig durch und ich brauche das jetzt einmal. Also mein Rücken ist komplett lost. Ja, die finde ich ganz süß, muss ich sagen. Was sagt ihr? Jetzt zeige ich euch noch die rote. So, jetzt bin ich ganz gespannt auf die rote, weil die finde ich auch echt schön, muss ich sagen. Das sind so lange rote Haare. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass ich mit ein bisschen Pony welche hole, damit man vorne meinen Ansatz nicht sieht, weil ich nicht so der Perückenprofi bin, um das zu kaschieren. So rote lange Haare stehen mir auch, oder? Pony nervt mich so ein bisschen, weil ich es in den Augen habe. Müsste man so ein bisschen kürzen, weil wenn ich die Perücke weiter nach hinten mache, dann habe ich hier vorne den Ansatz. Ja, das Pony müsste ich ein bisschen kürzer machen. Das ist zu lang. Ja, aber auch nicht schlecht, ne? So ein paar Löckchen reinmachen. Sieht schon cool aus, die Farbe. Ja, finde ich nicht schlecht. Also die beiden finde ich irgendwie am besten von allen, die ich bestellt habe. Und natürlich meine rote, die erste, die ich habe. Ja, ihr Lieben, ich verlinke euch die auch nochmal unten in die Infobox mit meinem Rabattcode, falls ihr da Interesse habt. Der Rabattcode gilt natürlich nicht nur für Perücken, sondern auf den ganzen Shein-Shop. Guckt mal rein. So, Planänderung. Eigentlich hätte ich andere Sachen zu tun, aber ich habe euch ja gesagt, Steve ist beim Tierarzt in Bottrop, weil die Hunde die Zähne rauskriegen. Der eine hat jetzt schon wohl gekotzt und er kann halt nur mit dem Bus hinfahren, weil er kein Auto hat. Deswegen hat er mich gebeten, ob ich die drei abholen kann. Das mache ich natürlich gerne. Ja, dann fahre ich jetzt mal eben nach Bottrop, das sind so 11 Kilometer, und hole die mal ab. Ich mache mir aber vorher noch einen Kaffee to go. Mal die Kokosmilch. Die ich gestern geholt habe. Bin mal gespannt, wie der Kaffee damit schmeckt. Bestimmt sehr wässrig, aber why not? So. Wie viel passt denn hier rein in so einem Cup? Meint ihr, da passen zwei rein? Aber ich mache mal einfach ein bisschen weniger, nicht zwei, sondern 360. Machen wir mal 360. Und natürlich entkoffeinierten Kaffee. Sonst kriege ich ja noch Schüttelfrost, dann will ich immer so, wenn ich zu viel Koffein habe. Deswegen lieber entkoffeiniert. Hier schauen wir mal, 360 Milliliter, ob das hier reinpasst. Müsste aber, ne? Sind das nicht 500? Ich weiß das gerade gar nicht. Benutzt es zu selten, um das zu wissen. So, Milch ist schon drin. Jetzt kommt Kaffee. Jetzt bin ich mal gespannt. Müsste aber auf jeden Fall passen. Ich glaube, ich kann sogar noch mal extra Milchschaum drauf machen. Ja. Muss ich erstmal wieder zurück switchen, die Milliliter. Weil sonst machen wir eine Tasse drunter und dann läuft das über. Hier kommt schon Kaffeemaschine. Ist ja nicht so, dass ich es nicht eilig habe. So, wie viel waren das? 240. Genau, und dann nehmen wir noch mal Milchschaum. 260, nee, das ist zu viel. Nehmen wir mal 100 Milliliter Milchschaum. Ja, das sieht doch perfekt aus. Ich brauche
probiere das jetzt mal. Hm. Lecker. Kann man trinken. Schmeckt echt gut. Hm. Macht natürlich nicht so einen richtig krassen Milchschaum wie bei normaler Milch. Aber es ist wirklich sehr lecker. Ne, und es ist halt so leichter, lockerer. Ist ja nur Kokosmilch. So, ihr Lieben, ich bin jetzt im Bottrop angekommen. Das hier ist die Klinik. Ist das eine Tierklinik oder ein Tierarzt? Ein Arzt, ne? Tierarzt. Tierarztpraxis. Es ist so schön hier, so ländlich. Ich dachte zwischendurch, wo bin ich hier? Obwohl, das ist nur 10 Kilometer entfernt, ne? Und dann so, da ist tief. Wollt ihr mal Muffin sehen? Muffin ist schon fertig. Jetzt ist ein Cookie gerade am Bach werden. Da ist Muffin. Oh. Hab schon gesagt, so, ich kenne den gar nicht. Der ist auch noch K.O., ne? K.O. bist du, mein Schatz. Hm. Ja, ruh dich mal schön aus. Ich frag gleich mal, ob er davon irgendwas mitnehmen kann. Wovon? Betäubungsmittel. Ach so. Kleine Maus, ja. Den liebsten Hund der Welt. Schlaf mal ein bisschen. Jetzt warten wir noch auf deine Schwester. Leute, jetzt ist gerade ein Paket gekommen. Und habe ich euch erzählt, was ich bestellt habe? Ich habe mir Buffalo-Schuhe bestellt. Ich bin nämlich übernächstes Wochenende auf dem Flashback-Event. Und das ist so eine 90er-Show. Und da dachte ich mir, passen diese Buffalos echt gut dazu. Ich habe die echt lange schon geliebäugelt. Und jetzt waren die von 230 Euro auf 140 runtergesetzt. Und ich dachte, jetzt bestellst du sie dir. Ich habe sie mir in 38 bestellt. Und bin gespannt. Wow, ich liebe sie jetzt schon. Oh mein Gott, Leute. Sind die nicht mal geil? Voller Strass und Blink Blink. Das ist doch hier die Niki. Geil, ich lieb's. Ja, bin gespannt, ob die passen. Wie gesagt, habe die in 38 bestellt. Könnt ihr direkt mal ausprobieren. Beziehungsweise anprobieren, eher gesagt. So, keine Socke an, aber nicht schlimm. Ohne Socke. Anprobieren geht doch ohne Socke. Ja, aber ich merke jetzt schon, dass es passt. Ja, passen auf jeden Fall. Ja, finde ich echt schön. Love it! Ich freue mich, die anzuziehen auf der 90er Party. Hey ihr Lieben, Hallöchen. Heute ist Mittwoch. Ne? Ja, heute ist Mittwoch, genau. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne strahlt. Ja, ich habe bis jetzt gearbeitet, ich habe ein bisschen Haushalt gemacht und habe jetzt gerade gekocht. Ich habe Bohnensuppe gemacht, die ist jetzt gerade fertig. Hier habe ich mir schon was auf dem Teller gemacht und die geht recht fix. Also ich mache da eine Zwiebel rein, zwei Knoblauchzehen und Würstchen. Das lasse ich erstmal anbraten mit Öl. Und dann kommen zwei Packungen. Ich hole immer diese, die gibt es auch bei Kaufland zum Beispiel, Bohnen mit Suppengrün, weil ich habe keine Lust, die aufquellen zu lassen über Nacht. Genau, da mache ich zwei Packungen von den Bohnen rein. Dann kommt eine halbe Packung passierte Tomaten rein und dann so 1,5 Liter Wasser. Sonst mache ich noch Gemüsebrühe rein oder Salz, Pfeffer, wenn ihr wollt. Und etwas Petersilie habe ich reingemacht. Und was ich auch noch gerne mag, ist Essig. Ich mache es aber jetzt nicht hier im ganzen Topf, weil ich wollte Alexandro auch was davon geben. Ich weiß nicht, ob er es essen wird, aber er kriegt auf jeden Fall Bohnen. Der muss auch ein bisschen Eisen zu sich nehmen. Das geht nicht, ne? Nur Fertigfraß. Genau, und ich mag noch ein bisschen Essig da auf dem Teller, also ihn unterrühren. Ja, und eigentlich sollte ich nächstes Wochenende auf der Flashback-Megashow sein. Deswegen hatte ich auch meine Buffalos gekauft, weil das eine 90er-Party ist. Aber die wurde abgesagt, beziehungsweise verschoben auf nächstes Jahr März. Krass, oder? Also, ich habe dann die ganzen Kommentare gelesen unter dem Instagram-Post wegen der Verschiebung. Also, keiner war im News drüber. Alle waren sauer. Vor allem viele, die auch von weiter weg kamen.
und sich Tickets geholt haben und auch sich eine Hotelunterkunft gebucht haben oder Bahntickets, ne? Und das ist so kurzfristig, da können die auch nicht ohne Stornogebühren stornieren oder umbuchen. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Veranstalter dafür aufkommt. Ja, die Ausrede bzw. der Grund dafür war, weil sie nur 20.000 Tickets verkauft haben und nicht mehr, weil es sollte ja die größte Party werden. Naja, was soll ich dazu sagen? Hätten die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht den Veranstaltungsort oder so geändert, na, und hätten das trotzdem gemacht, aber nun gut. Ich sag da nichts zu. Ja, so sieht's aus. Was habe ich euch noch zu erzählen? Oh, es ist so schön heute. Ich stehe hier auch gerade im Durchzug. Richtig schön. Die Terrasse habe ich auch sauber gemacht. Pikachu chillt hier. Ja, immer wenn ich durch die Wohnung laufe, kommt der mit. Der kann nie irgendwo chillen. Der muss ja mal gucken, wo ich hingehe. Ja, das Bettchen habe ich neu... Aua, habe ich in den Türrahmen gelaufen. Bettchen habe ich neu bezogen, abgeputzt, gewischt. Hier ist alles wieder picobello, blitzeblank. Und die Terrasse habe ich sauber gemacht mit meinem neuen Staubsauger. Ja, und habe hier hinten auch nochmal alles weggemacht. Hier so die Spinnweben. Und hier hinten kam ich mit dem Staubsauger nicht dran, habe alles mit der Hand gefegt. Jetzt ist alles wieder picobello sauber. Das ist mein kleiner Kräutergarten. Ja, der Olivenbaum. Ich hoffe, der kriegt noch die Kurve. Weil da noch viel Wasser drin ist. Ich mache den mal ein bisschen mehr in die Sonne. Damit der trocknet. Ja, genau. So sieht's aus. So sieht's aus, ihr Lieben. So, ich esse jetzt mal meinen Bohneneintopf. Alexander kommt jetzt auch von der Schule. Beziehungsweise ich warte noch auf ihn. Und wir zusammen essen. Und heute hat Alexander Training. Kickboxen, ne? Der muss ja zum Kickboxen, ne, mein Schatz? Ja, der muss ja auch ein bisschen Sport machen. Zweimal in der Woche, das ist ganz wichtig, ne? Wenn die Kinder auch Sport machen oder in einen Verein gehen und nicht zu Hause vor der Konsole verkümmern. Ganz, ganz wichtig. Gell? Ich fühle mich dezent verfolgt. Was du willst? Sag es! Du willst Würstchen von meinem Bohneneintopf, stimmt's? Würstchen willst du? Sag die Wahrheit! So, Alexander ist jetzt auch in der Schule gekommen. Was gibt's? Ich kann den nicht malen, also weitermachen. Mit welchem Programm arbeitet ihr denn bei Informatik? Paint. Paint, ich weiß gar nicht, ob ich Paint drauf habe, weil das ist ja jetzt nicht Paint. Mit Paint 3D bearbeiten müsste das eigentlich sein, oder? Bisschen. Ist es das? Eigentlich. Ja. Ja, meins heißt Paint 3D. Okay. War also Kinderschule? Ja. Schön. So, ich habe jetzt einmal eine 90-Grad-Maschine angemacht mit Handtüchern. Pikachus Handtücher wasche ich immer separat. Ich mag das nicht, wenn da ab und zu dann Haare auf unseren Handtüchern sind. Deswegen wasche ich seine Handtücher separat. Und Bettwäsche muss ich heute auch noch waschen. Geht das, Schatz? Ja. Ja? Ja. Und jetzt ist er wieder schief. Ja, sieht schief aus. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe euch in einem meiner letzten Videos gesagt, dass ich euch den Pool nochmal verlinke. Mit allem Equipment, was ihr braucht. Und das habe ich vergessen. Ich vergesse manchmal oft, die Links in die Infobox zu setzen. Ihr müsst halt bedenken oder wissen, ich bearbeite das Video. So, ich schneide es. Es dauert ja auch seine Zeit.
Dann muss es ja speichern. Dann lade ich es hoch auf YouTube mit einem Veröffentlichungsdatum und Uhrzeit. Und dann macht man eigentlich alles andere. Ne, man setzt die Hashtags, man guckt, ne, welche Links da noch rein müssen, die Überschrift und das Thumbnail muss man bearbeiten. Und boah, das ist manchmal vergesse ich da, also was heißt ich vergesse, ich habe keine Lust Hashtags zu setzen, und manchmal vergesse ich halt auch die Links, ne, in der Infobox. Aber wenn ich meinen Link vergesse und ihr einen Link haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare, weil dann sehe ich das und dann erinnert ihr mich dran und dann mache ich das auf jeden Fall. Aber nochmal zum Pool. Wie gesagt, der ist gerade runtergesetzt, aber ich mache jetzt die Tage noch ein Video, damit ihr sehen könnt, ob der Pool vielleicht auch was für euch ist, ob ihr das auch euch kaufen wollt, ne, mit dem ganzen Equipment und so. Der braucht ja auch Pflege. Ja, genau. Das werde ich auf jeden Fall noch machen.